Wir machen heute einen kleinen Ausflug und zwar geht es für uns in die schöne Naturlandschaft südlich von Dingelsdorf am Bodensee. Und dort gibt es ein Naturschutzgebiet, das Naturschutzgebiet Mooswiese. Und das Besondere dabei ist, dass es sich um ein von Wald umgebenes Moor handelt. Und genau das wollen wir uns heute etwas genauer anschauen. Ja, und hier sind wir auch schon. Hinter mir seht ihr das Naturschutzgebiet Mooswiese. Da können wir natürlich nicht so nah dran gehen, aber wir können mal ein Stück zumindest nach vorne laufen. Das Besondere an Mooren ist, dass sie Wasser und Land zugleich sind. Sie entstehen nur dort, wo der Boden auch ganzjährig nass ist. Je nachdem, ob es sich um ein Hochmoor oder Niedermoor handelt, stammt das Wasser entweder direkt aus Niederschlägen oder ist Bodenwasser. Die Wassertümpel sind übrigens durch Torfstechen entstanden, also durch den Abbau von Torf. Anders als bei einem See füllt das Wasser in Mooren keinen Wasserkörper aus, sondern Hohlräume im Boden. Der hohe Wasserstand in diesen Hohlräumen sorgt dann für einen Luftabschluss des Bodens, wodurch Pflanzenreste nicht zersetzt werden können. Das heißt, die Pflanzenreste werden praktisch unter Wasser eingelegt wie saure Gurken. Über viele Jahrtausende entsteht dadurch der für Moore charakteristische Torfboden. Und nun zum besonders spannenden Teil, denn was viele nicht wissen, Moore sind Kohlenstoffspeicher. Das heißt, sie lagern in ihren Torfen mehr Kohlenstoff ab, als sie abgeben. Um das noch ein bisschen besser zu verdeutlichen, obwohl Moore lediglich 3% der weltweiten Landfläche bedecken, speichern sie etwa doppelt so viel Kohlenstoff ab wie die gesamte Biomasse aller Wälder der Erde. Konkret sind das rund 600 Milliarden Tonnen Kohlenstoff. Sie speichern also mehr Kohlenstoff als jedes andere Ökosystem und spielen somit eine bedeutende Rolle bei der Kühlung des Klimas. Neben ihrer Wichtigkeit im Kampf gegen die Klimakrise haben intakte Moore auch eine enorme Bedeutung für die biologische Vielfalt. So bieten sie einzigartige Lebensräume für Tiere und Pflanzen, die sich an die nassen Bedingungen angepasst haben. Leider werden Moore schon seit Jahrhunderten von Menschen zerstört, um sie beispielsweise zur Landwirtschaft, Forstwirtschaft oder zum Torfabbau zu nutzen. Das hat gravierende Folgen. Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, dann schaut euch auf jeden Fall die nächsten Videos an.